Hallihallo, Hallöchen. Da bin ich mal wieder. Ich bin eigentlich ständig so am Rumbasteln und Rummachen in der Küche. Irgendwie, ja, Essen ist meine Leidenschaft. Und dann sollte es natürlich jetzt möglichst gesund sein und roh. Roh klappt nicht immer, aber ich habe zum Beispiel vorhin eine Mandelmilch gemacht, hatte da über Nacht Mandeln eingeweicht. Vitamix die Mandeln einfach, ja, durchgemixt. Mache ich immer 100 Gramm Mandeln auf 1 Liter Wasser. Einen Liter Wasser. Ein bisschen Hochdeutsch reden. Und ja, und dann habe ich das durch den Nusssack gepresst oder Nussmilchsack und habe dann den Trester übrig. So, den Trester, den habe ich jetzt hier und dann muss ich den irgendwie immer verarbeiten, weil das ist ja auch noch gutes Zeug, auch wenn ich die Mandelmilch dann trinke. Aber der Mandeltrester, der eignet sich sehr hervorragend für Brötchen, Cracker, alles Mögliche. Und jetzt will ich mal, ich zeige es mal kurz. Jetzt will ich mal, das ist der Trester. Ich habe das schon mal. Der ist jetzt das, was übrig ist, von 1 Liter Mandelmilch bzw. 100 Gramm Mandeln. Also mit der Hautschale dran. Ich habe die jetzt nicht enthäutet. Diesen Trester verarbeite ich jetzt zusammen mit. Sag schon, ganz viel Flohsamenschalen habe ich unten drunter. Die hatte ich schon reingemacht. Deswegen sieht man das jetzt kaum. Und da ist ganz viel Sesam dazwischen. Aber die Flohsamen, die sind dafür da, dass es aufsaugt und schneller trocken wird und vor allen Dingen fluffiger. Die Saaten, die kann man zusammenstellen, wie man möchte. Ich nehme jetzt hier noch Kürbiskerne mit rein. Die Kürbiskerne, die. Also ich mache heute keinen Cracker. Ich will heute in Müsli machen. Also so eine Art Crunchy Müsli. Und dann habe ich hier. Die sind schon vorbereitet. Das sind Buchweizenkeimlinge. Die macht meine Frau immer selber. Das sind angekeimte Buchweizen und hinterher wieder getrocknet. Im Dörrautomat, auf der Heizung oder jetzt teilweise geht es auch im Sommer in der Sonne. So, ich zeige es gleich weiter. So, das Video war jetzt so spontan gemacht, dass ich gar nicht alle Zutaten hatte. Ich habe mir entschlossen, noch ein paar Cashewstücke mit reinzugeben. So, ein paar kleine Cashewnüsschen, die sind auch immer ganz lecker und gut. Und zu den Cashewstücken kommen dann noch ein paar Sonnenblumenkerne. Und die Sonnenblumenkerne, die bringen auch noch so einen nussigen Geschmack. Und dann, wenn ich das alles drin habe, meine. Ach so, Leinsamen habe ich mir noch reingemacht und die. Ja, und die Sonnenblumenkerne. Man kann dann auch noch Trockenfrüchte reinmachen. Ein paar Sonnenblumenkerne, dann vermische ich alles und gebe eventuell noch ein bisschen Wasser hinzu. Ja, und dann zeige ich, wie ich das Ganze dann einfach so zu kleinen Flocken forme. So, da bin ich wieder. Ich habe das jetzt alles mal durchgemengt, richtig schön verknetet. Und dann kann man jetzt, dass das so schön klebt, ich habe noch ein, also es ist noch ein Honig drin und ein bisschen zum Süßen Kokosblütenzucker. Man kann auch Agavendicksaft nehmen. Ich habe jetzt leider keinen da, deswegen. So, und dann forme ich so eine Crunchies. Das sind schon Cracker, die ich gestern gemacht hatte. Wir machen relativ oft Mandelmilch und ja, wir brauchen auch immer so 1 Liter. Und da muss ich auch sagen, die Mandelmilch ist nicht gesüßt. Man kann die Mandelmilch natürlich auch süßen und deswegen gucken, wie süß das Müsli werden soll. Weil, wenn man Mandelmilch süßt, kann man sie nicht lange aufheben. Einen halben Tag oder so, die wird dann ganz schnell sauer, wenn man die jetzt zum Beispiel mit Datteln süßen oder so, wird sie ziemlich schnell sauer. Ansonsten hält sie sich auch frisch gemacht, meistens nur einen Tag. Man kann das auch einfach so lassen, so klumpig hier. Und ja, dann trocknen. Wir machen das jetzt in der Sonne. Ist ja Sommer. Und ja, ich bin gleich fertig. Ja. Und dann habe ich zum nächsten Frühstück ein ganz leckeres Crunchy-Müsli in Rohkostqualität. Ja, geht ganz einfach und den Mandeltrester wollen wir auch irgendwie sowieso verarbeiten. Und dann kann ich wieder neue Mandelmilch machen und habe wieder einen neuen Mandeltrester. Dauert meistens eigentlich nicht lange, wenn ich nicht nebenbei hier ein Video drehe und immer die Hand hochhalte oder so. Ansonsten, ja, macht auch Spaß. Ich habe einfach gedacht, ich zeige euch das mal. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ja gerne einen Daumen hoch geben, ich würde mich freuen. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dann.